Wer sind die wichtigsten Frauen des Landes? Das wurde letzte Nacht im Wiener Palais Niederösterreich verkündet. Dort wurde vom Magazin Madonna der Leading Ladies Award vergeben, einer der wichtigsten Frauenpreise des Landes. Das Motto dieses Jahres, New Faces, und den New Face of the Year Award, den hat unsere Puls 4 Entdeckung Larissa Marold bekommen. Und wenige Stunden später sitzt sie schon hier bei mir auf der Couch. Larissa Marold und natürlich auch Jenny Fellner von Madonna. Schönen guten Morgen euch beiden. Hi, guten Morgen. Wir haben ja geschlafen. Direkt vom Red Carpet. Mehr oder weniger direkt, ja. Ich glaube, wir haben beide kaum geschlafen. Na klar, Red Carpet. 1,5 Stunden oder so. Tolle Gala-Verleihung, tolle Nacht. Das ist der Award, den du bekommen hast, Larissa. Natürlich unser Chef Markus Breitenecker von Puls 4 hat ihn dir übergeben. Das ist jetzt auch gleich die Szene. Wie fühlt sich das jetzt an, dafür geehrt zu werden? New Face of the Year. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich war schon einmal nominiert. Okay. Damals hat es nicht geklappt. Gestern hat es geklappt. Und es ist halt schön, wenn man für die Arbeit, die man einfach so gemacht hat, einen Preis bekommt. Und so einen schönen Titel einfach. Ich meine, New Face of the Year, das klingt schon... Du cool. bist das Gesicht des Jahres, du bist überall ja. präsent. Vor 5 Jahren hat es begonnen mit Austrias Next Topmodel bei uns auf Puls 4. Mhm. Das heißt, das ist eine wahnsinnig schöne Karriere, die du hingelegt hast in kurzer Zeit. Hut ab. Dankeschön. Jenny, wie funktioniert das denn eigentlich mit dem Award? Wer sucht aus, wer dann nominiert wird und wer sucht aus, wer dann tatsächlich eben gewinnt? Genau, also aussuchen, die Nominierungen tun wir in der Redaktion. Okay. Da schauen wir halt wirklich, wer sozusagen die Frauen oder die New Faces vom letzten Jahr waren. Wer hat das einen Durchbruch letztes Jahr, wer hat Außerordentliches geleistet. Dann wird in den 8 verschiedenen Kategorien werden jeweils 3 Frauen festgelegt und gewotet wird dann vom Madonna-Publikum, also online, von den Madonna-Userinnen und Leserinnen, und die entscheiden dann tatsächlich, wer den Preis bekommt. Natürlich eben auch Sie zu Hause, die Kaffeepuls-Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Larissa Marold, unsere Puls 4 Entdeckung, gewählt. Vielen Dank nochmal. Jetzt die Rede an die Nation, gleich in aller Frühe, Larissa. Wir haben hier in Österreich auch gleich mal die Gewinnerinnen, alle ganz druckfrisch die Fotos. Und haben natürlich auch am Red Carpet alles mitverfolgt. Jenny, wer ist denn alle mit dabei gewesen? Viel internationale Prominenz. Genau, heuer sehr international, viele von Deutschland angereist. Sarah Nuro zum Beispiel war so für soziales Engagement engagiert, aber auch ganz viele österreichische Promis, also von Schillers, die wir hier gerade sehen, bis hin zu Kiesbergers. Dann natürlich die gesamte Familie Marold ist gekommen. Lilly Becker ist aus Deutschland angereist, hat auch einen Preis bekommen. Ursula Carben, hier bin ich mit Ursula Carben und Sarah Nuro. Also es war wirklich sehr gut besucht und unfassbar tolle Frauen. Was ist so für dich die schönste Erfahrung des Abends gewesen? Puh, schwierig. Also ich weiß gar nicht, ob ich so ein Highlight habe. Einer der schönsten Momente war sicher am Schluss eben das New Face of the Year, wie wir die Larissa gekrönt haben. Aber irgendwie jeder für sich, jede Kategorie für sich war ganz einzigartig und toll. Und ich glaube, ich werde in den nächsten Tagen geht dann auch schon wieder die Arbeit los für Leading Ladies 2015. Ne? Genau, jetzt mal kurze Pause, aber bald geht's wieder los. Larissa, wir freuen uns auch sehr, dass du daher zurückkehrst, wo du eigentlich groß geworden bist, hier zu uns auf Puls 4. Austrias Next Topmodel startet ja im Herbst. Du wirst auch eine tragende Rolle spielen. Was kannst du uns schon verraten darüber? Na, ich werde jedenfalls einmal die Staffel online begleiten. Mhm. Und einmal die Leute, weil es ist ja zum ersten Mal, dass die Leute wirklich mitvoten können und einfach ihre Stimme abgeben können. Also Sie zu Hause spielen quasi Jury auch bei genau, Austrias Next Topmodel. Deswegen werde ich die Online-Seite begleiten und auch immer die Leute auf den neuesten Stand bringen, wie die Woche so verlaufen ist. Vor allem einfach motivieren, genau, zu mitvoten. Und dann kommen eigentlich noch einige Überraschungen. Also es wird spannend. Ich werde jetzt noch nicht verraten, was es genau sein wird. Aber es wird bestimmt lustig. Mit dir immer. Auch etwas lehrreich, hoffentlich. Und ja. Na gut, du kannst dir viele Tipps auch den Mädels und in dem Fall auch heuer erstmals Burschen geben. Genau. Hast genug Erfahrung aus dem Modelleben sammeln können. Ich hoffe es, ja. Schön, dass du wieder zurück bist hier bei uns auf Puls 4, Larissa. Danke auch Jenny fürs Kommen und ich glaube, ich entlasse euch jetzt ins Bett, oder? Gute Nacht an dieser Stelle. Dankeschön. Danke.